place where souls may mend your ailing mind. You will lose everything once branded. The symbol of the curse. An augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. Flame. Your wings will burn in anguish. Time after time. For that is your fate. The fate of the cursed. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Projekt zu Bloodborne. Nein, gar nicht. Bis Nico Hoyt natürlich. Dark Souls 2, Scholar of the First Sin bis Nico Hoyt. Ich glaube, in den nächsten Runden werde ich nur noch Dark Souls 2 sagen. Das habe ich mir im Vorfeld schon überlegt. Ja, endlich geht's los. Die Votes haben für sich gesprochen, sozusagen. Und wir werden Dark Souls 2, Scholar of the First Sin, was übrigens ein sehr langer Titel ist, mit dem Champions Eye durchspielen. Ja, hier im Dazwischen mit butterweichen 60 FPS auf der PS4 spielen wir das Ganze. Das Ganze. So, und ich würde sagen, die kümmern uns auch gar nicht allzu lang um das Tutorial. Hier und da sind ein paar Items, die ich jetzt einfach mal schnell mitnehme. Ich glaube, das ist hier gar nicht total wichtig. Ja, rostige Münze. Übrigens, für die Leute, ihr seht's so kurz am Rande. Wir haben ein neues Mikrofon. Ich weiß noch nicht, ob das Ganze hier so astrein funktioniert. Wir haben es im Vorfeld einige Male getestet, aber das ist jetzt das erste
ja, das erste richtige Video sozusagen, was damit läuft. Ich hoffe, es passt alles. Wir werden das natürlich vielleicht jetzt in der Session, also wir machen jetzt 1 bis 3 Parts oder so. Müssen wir mal sehen, wie wir das genau handhaben, dass ich das direkt mal nachprüfen kann, ob das auch alles hinhaut hier. Ja. Übrigens, ja, bis Nico Holt sozusagen, dass die neue Serie oder die Serie, die weiterführende Serie, kommt jetzt Montag bis Freitag, für die alle, die sie jetzt fragen, wann kommt das eigentlich hier? Montag bis Freitag, 18 Uhr ist wohl der Termin. So, jetzt gehen wir in den Auswahlbildschirm und schauen mal. What seems to be the ruckus? Oh my, your face. The face of the curse. It's an undead. An undead has come to play. Undead. They all end up here. All the ones like you. Sag ich, glaube ich, auch jedes Mal. You spoke to that kind. Können wir das überspringen? Bear, didn't you? Überspringen wir mal, komm. So, wir haben es auch schon oft genug gesehen. Ich meine, wir haben es letztens in einer Stunde mitgesehen. Beziehungsweise, das heißt anvisiert jetzt. Da haben wir es gesehen und wir haben es sowieso im ersten Let's Play schon gesehen. Von daher, komm. So, das überspringen wir auch mal. Ich meine, wir haben es echt oft genug gesehen und das brauchen wir jetzt nicht immer anschauen. Die meisten unter euch, die jetzt hier zuschauen, die werden es vielleicht auch kennen. Von daher brauchen wir uns nicht so allzu lange damit aufhalten. So. Ja, ich habe jetzt schon überlegt, so ein bisschen, was wir machen werden. Der Bettler ist natürlich schon ganz cool, weil wir mit Level 1 starten. Ist natürlich am Anfang ein bisschen schwieriger, um reinzukommen. Man muss ein bisschen mehr leveln, um da reinzukommen. Aber wir haben dadurch auch durchaus am Anfang gerade schon ein paar Sachen, die wir halt anders machen können. Ich werde wahrscheinlich einen Strange, einen Stärkecharakter spielen. Und das bietet sich, glaube ich, an, weil der relativ ausgeglichen ist hier am Anfang. Und wenn wir alles in Stärke reinmachen, werden wir erst Level 9 und der ist Level 12 hier. Ist halt die Frage. Wir nehmen Bettler, komm. Was soll der Geiz? Die kriegen wir schon hin. Und ja, es macht halt alles nicht so viel Sinn. Asketenleuchtfeuer könnte man am Anfang ein bisschen, ja, nicht cheaten, aber uns diese Sachen hochpowern und gucken. Der Rest macht halt an sich nicht so viel Sinn. Versteinert das etwas, könnte halt die eine oder andere Waffe rauskommen, die wir gebrauchen könnten, aber ich nehme das Asketenleuchtfeuer. So. Ja, Charakter lassen wir so. Sehen wir eh nicht mehr so oft. All people come here for the same reason. To break the curse. So. Da sind wir. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier oben ist noch das gute Menschenbild, das wir einsammeln müssen. 1, ja, okay. Ich weiß halt auch nicht mehr alles so, ne? Also das muss man jetzt auch mal dazu sagen. Das ist echt eine ganze Weile her. Und es ruckelt ein bisschen hier, ne? Habe ich das Gefühl. Und ich sehe gerade, der Akku ist schon wieder leer. Das ist wunderschön. Beziehungsweise der geht gleich leer. Wir haben nicht heute viel aufgenommen. So, und das war auch schon mal schön der falsche Eingang. Ich werde es auch nie merken. So. Da lang. Ja, das Tutorial-Gebiet werden wir wahrscheinlich auch überspringen, soweit. Obwohl. Ich meine, wir haben nicht mal eine Waffe. Aber ich glaube, wir finden eine. So, erstes Leuchtfeuer. Jetzt muss ich halt mal überlegen. Ja, wo finden wir denn die erste? Wir finden ein Bastardschwert, glaube ich, relativ früh. Und hier wäre halt auch nur ein Dolch. Wäre jetzt auch nicht so. Ja, geil. Mein Laptop hat ein Bluescreen. Das ist wunderschön. Gerade weil ich Kamera rübergezogen habe. Es wäre halt auch nur ein Dolch in dem Tutorial-Gebiet. Von daher ist es halt auch nicht so. Ein paar High-Items, meine ich, sind auch noch. Ach, es ist halt. Weiß ich nicht. Majula ist, glaube ich, erstmal der bessere Weg. Weil wir ohnehin relativ fix Waffen finden. So, da ist es. Majula. Das hat
die Hauptstadt, mehr oder minder. So. Hier müssen halt auch noch göttlicher Segen. Hier vorne müsste eine Waffe sein. Das müsste auch so ein Knüppel sein oder sowas. Könnte man vorerst auch nehmen. Warte mal, jetzt muss ich mal überlegen, wie wir da hinkommen. Aber warte mal, bevor wir im Notfall, wir sterben irgendwie, hole ich erstmal das Leuchtfeuer hier und setze mich ran. Weil ich kann mich an den Weg nicht mehr so astrein erinnern. Man musste hier irgendwie runter. Da. Oder war das doch ein bisschen weiter da vorne? Da wäre auf jeden Fall so ein... für einen Priester irgendwie sowas. So ein Streitkolben und ich meine auch so ein... wie nennt man denn das denn? Ich weiß es nicht. Ah, okay, da ist es. Genau, dann muss ich hier runter. So, mach mal. Danke. So. Haben wir nämlich schon die erste Waffe. Fernglas. Es war doch nicht... Was? Bin ich bescheuert? Ach, da ist es. Ah, okay. Ich wollte schon sagen. Weißt du? Hier, Morgenstern und heilige Klerikerglocke. Super. So, müssen wir erstmal ausrüsten. Ja, und der Morgenstern ist halt... Ja, geil. Kann ich nicht nutzen. Weil... Warte. Was brauche ich dafür? Ah, nee. So. Geil. 15 Stärke. Läuft. Kann ich natürlich alles nicht nehmen. Ich glaube... Der Dolch wäre doch ein bisschen besser gewesen. Das ist natürlich sehr doof jetzt. Waffen. Ich finde hier keine Waffen. Also ein Kurzbogen, der ist hier in der Ecke. Okay, nein, er ist hier in der Ecke. Irgendwo in irgendeiner Ecke war das. Was weiß ich, wo das war. Und jetzt bereue ich es eigentlich schon wieder, dass wir tatsächlich einen Bettler genommen haben. Weißt du, ist es nicht so, dass wir jetzt den Aid gleich noch anlegen? Denn wenn ich jetzt schon mal hier bin, werde ich es gleich mal machen. Sonst sagt er noch hier einen zweiten Part, ne? Ich hätte es nicht getan. So, haben wir hier eine Waffe? Natürlich nicht. Warum auch? So. Eid ablegen. So, das bedeutet, wir dürfen jetzt... Oder wir können... Sehen, glaube ich, nicht mal die, die Signale jetzt, beziehungsweise die... ja, wie nennt man das dann? Die Schriften auf dem Boden sehen wir jetzt nicht mehr und wir können niemanden mehr beschwören. Und die Gegner sind natürlich härter und ich halte weniger aus. Das geht irgendwie einher damit. Mit dem Ganzen. So, da können wir noch nicht rein. Doch, hier können wir rein, oder? Wir können hier rein. Aber hier war nichts. Genau, so war das. Außer die Katze, die uns im Moment noch nichts bringt. Hier haben wir noch was. So, ja, es ist ein bisschen... So ganz ohne Waffe ist schon ein bisschen kacke. Wieso habe ich mir das eigentlich getan? Ich weiß es auch noch nicht so ganz. So, ja, da können wir... warte, da oben ist auch eine Kiste. Wahrscheinlich sowieso keine Waffen drin. Warum auch? Titanitscherbe. Ja, bringt mir ohne Waffen nicht so viel. Jetzt muss ich halt echt überlegen, wo gibt's denn die erste verfickte Waffe, ey? Ja, wir müssen, glaube ich, wir müssen los, ne? Also, es bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen die Gegner jetzt mit Handkanten erledigen. Irgendwie. Boah, Gott, ey. Ich meine, es sind erstmal nur Zombies. Das ist noch nicht so die Welt. So, rostige Münze. Und es ruckelt doch ganz schön. Also, ganz schön nicht, aber ja, schon ein bisschen. Boah, hier vielleicht noch eine Waffe.
Es dauert jetzt auch erstmal, bis wir da durchkommen. Beziehungsweise da kommen ja noch ein paar Räume dazwischen, bevor es dann überhaupt zu den ersten Gegnern runtergeht. Aber ich bin mir unsicher, ob wir da tatsächlich irgendwie eine Waffe haben oder finden. Mir würde ja im Grunde so ein abgebrochenes Kurzschwert auch erstmal reichen. Ja, wenn ich wüsste, was das hier ist. Ein Menschenbild. Yay. So. Ich packe einen Skill aus. Ich hätte selbst gerade gedacht, ich fall runter. Ja, da ist die erste Änderung. Die haben wir ja schon im Angesicht gesehen. So ein komischer Riese ist da. Beziehungsweise Troll. Ja, und da sind die ersten Gegner. Ich habe weder ein Schild, noch Klamotten, noch eine Waffe. Läuft. Ja, geil. Und wir sind halt mit den Handkanten auch relativ langsam. Fällt mir jetzt mal so auf. Ah. Das ist ja echt wie Bloodborne am Anfang hier, ne? Ist halt auch die Frage, ob ich hier Backsteps machen kann. Ja, kann ich. Guck ihn an. Ich kann in meine Faust den Rücken stecken. So. Jetzt. Bob, Bob. Tropft halt irgendwas. So, da ist ein Leuchtfeuer. Das nehme ich jetzt mal nicht, weil. Obwohl. Das können wir eigentlich nehmen, ne? Wir können es ja so machen, dass wir nur noch den hier machen. Warte mal. Was mir jetzt auch gerade einfällt. Ich habe ja nicht mal High Items. Wir haben die Smaragdbote noch nie angesprochen. Ich besitze kein. Was? Wie? Was? Wie? Was? 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 Ich besitze kein Leuchtfeuer. Na klar. Ich wollte schon sagen, ey. Das wäre es jetzt gewesen. Das wäre nämlich eine totale Lüge gewesen. Vielleicht habe ich auch mich verlesen oder so. Und da stand dann. Keine Ahnung. Ich kann mich im Kampf nicht an den Leuchtfeuer setzen oder teleportieren. Ich weiß auch nicht, wieso Sanya eigentlich auf dem Boden sitzt und isst. Aber jetzt bin ich gegen das Mikrofon hier gestolpert. So. Wo ist denn die Gude? Weil wir haben ja im Prinzip schon eine Flakon und auch schon einen Splitter. Das heißt, wir haben zwei Flakons. Nee, aufleveln wollte ich eigentlich nicht. 500 für ein Level, ey. Komm. Scheiße. So. So, Flakon verstärken. Flakon. Ich werde es nie angewöhnen. So, ist da vielleicht noch ein Schwert oder sowas? Ne, hier ist Ende im Gelände. Tja. Schon ein bisschen kacke eigentlich. Ich meine, der Anfang ist jetzt noch nicht so ganz schwierig. Das habe ich ja ohnehin schon mal geschafft. Unwissentlich noch auch so sehen am Anfang. Dass wir den Eid, ich weiß gar nicht, wie lange wir den hatten, aber schon ein bisschen, bis ich es gerafft habe. Das ist ja, ich mache alles schwieriger Eid. Ach so, wir müssen mal das noch ausrüsten, oder? So. Ah ja, wir haben jetzt noch Dingens hier. Können wir immer nehmen. Zur Not. So. Nein. Ach, kacke. Ja. Wir müssen halt echt aufpassen. So, zack. 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 Scheiße. Und komm, noch ein Backstab. Ich weiß halt nicht, ob die Waffen trocken. Das wäre halt auch ganz cool zu wissen. Ich weiß übrigens auch nicht, ob wir jetzt hier komplett alles durchhauen. Also ob wir wirklich jeden optionalen Boss mitnehmen. Das werden wir sehen. Oder ob wir mehr oder minder so den groben Weg durchgehen. Da ist die Frage, wie lange es dauert.
bei Dark Souls 2 dauert ja dann doch schon ein bisschen länger als ja beispielsweise in, ja, Dark Souls 1 oder in Bloodborne. Aber es dauert eigentlich alles länger als Bloodborne. Ich hab einen Pfeil im Knie. Scheiße. Scheiße. Ich sollte mal langsam was trinken. Nein! Was ist denn das hier, ey? So. Trink, trink, trink. Trink schneller. So. Und zack. Zack. Wechsel weg, geil. Ja, so, so. Ja, Waffe wäre halt. Scheiße. Nein, ey, komm! Ja, voll rein. Ach, geil. So ganz ohne ist schon echt irgendwie mies. Na, na, na. Nein! Die sind halt alle halb low, ist da. Und die halten im Grunde nichts aus. Jetzt die Kamera aus. Vielleicht kann die Sunny ja die Kamera wechseln. Den Akku meine ich. Wäre super. So, komm, 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 komm. Oh Mann, jetzt aber. Nein! Nein! Ich mach's jetzt einfach, komm. Ich box dich kaputt, bis du Blut kotzt. Und er hat was fallen lassen. Fußsoldatenschild, das ist doch mal was. Noch nie habe ich mich darüber gefreut. Fernglas. Mit dem kann ich auch nicht angreifen. Aber das kann ich wenigstens nutzen hier. Ach Gott, ey. Ja. Den Pfeil kurzier habe ich natürlich vergessen. So, da hat sie geklatscht. Da geht's weiter. Die Frage ist, ob das durch das neue Mikro angekommen ist. So. Ach, das ist doch toll mit dem Schild, ne? Das, ach Gott, ey. Jetzt habe ich wieder die... Es ist so. Ja, wir sterben hier. Elendlich. So. Jetzt haben wir wenigstens nur noch einen. Und es hat natürlich auch keinen 100% Block hier. Was logisch ist. Aber das muss man halt beachten. Ja, ich komme halt nicht hinter ihm. So. Jetzt, komm. Wir müssen uns nur bis zu dem Punkt vorkämpfen, wo es die erste Waffe gibt. Und die kommt gleich. Und zumindest können wir jetzt schon mal ein Level aufsteigen. Ist auch schon mal viel wert. Theoretisch. Wenn wir jetzt den Weg zurückgehen würden. Jetzt muss ich halt überlegen, wo wir jetzt genau hingehen. So, komm. Komm. Ich weiß halt, es kommen jetzt einfach noch mal ein paar andere oder ein paar mehr. So. Und noch einer. Nein. So, ich darf mich nicht bewegen. Zumindest nicht großartig. Backstab. Weil irgendwo müsste hier eigentlich eine Waffe liegen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und wenn sie es nicht geändert haben. Das hat auch nochmal so eine Sache. So, der steht jetzt auf. Es stehen nämlich ein paar mehr auf hier, wenn ich mich nicht täusche. So, der hat auch nur Handkanten. Auch nicht so ganz verkehrt. Okay. Nein, 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 nein. Oh, Kacke, ey. So, jetzt machen wir da.
Ja, ist jetzt da eine Waffe oder wo ist jetzt hier eine Waffe? Ich mache das mal so hier. Ja. So, den machen wir jetzt kalt und dann rüsten wir das Schwert aus. Nein, 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 nein. Komm, 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 komm. So, komm ruhig her. Oder ich rüste mein Nein, nein, nein. Wir trinken mal über was. Zur Not. Also, auch wenn es jetzt nur so ein kaputtes Drecksschwert ist. Es ist schon mehr als das, was wir haben. Die Frage ist, wir können es nehmen. Ja, wir können es nehmen. So. Es ist ein Schwert. Das ist schon mal viel wert. Okay. Hey, 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 hey. So, und weg hier. So, der müsste weg sein. Ach Gott, ey. So, jetzt war's das langsam, oder? Der steht nicht auf. Lebensstein. Ja. Da ist mir jetzt kein Bogenschütze mehr oben. Das ist nämlich ein hier Feuerbombenwerfer. Es ist trotzdem echt schäbig, das Schwert, ne? So, wir dürfen es halt echt nicht übertreiben. Aber der hat ja eh keine Waffe bekommen. Was soll der Geiz? Ich mache jetzt alle nacheinander ab. Oben müsste halt auch noch ein Schwert sein, deswegen wollte ich da eigentlich auch nochmal hinschauen. So, das ist auch so ein zerbrochenes Schwert. Ich meine mich zu erinnern, dass oben ein Bastardschwert lag. Das wäre halt schon ganz geil. Menschenbild, ja. Nein, 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 nein. Oh, Kacke. Oh, Kacke, oh, Kacke, oh, Kacke, oh, Kacke. Da ist es auch nicht viel besser. So. Wir machen jetzt eines. Gehen jetzt mal runter. Leveln auf. Wird natürlich am Anfang immer noch ein bisschen zäh sein. Wird wahrscheinlich auch später zäh sein. Aber wir müssen irgendwie auf einen gewissen Grund. Auf ein gewisses Grundlevel kommen. Wir sind jetzt Level 1. Wir starten normalerweise mit Level 12. Oder so. Keine Ahnung. Ist nicht schön. So. Majula. Dann können wir jetzt zumindest. Ja, vielleicht 3 Level machen, wenn wir die Seelen halt noch nehmen. Wäre jetzt. Ja, einen besseren Zeitpunkt gibt es eigentlich gar nicht als jetzt. Von daher müssen wir mal gucken, wo ist denn die jetzt? Ach, da. So. Ja, ja. Ja, ja. Weg. Ah, Stärke wäre halt am Anfang echt schon mal ganz cool. So, 2 Level. Jetzt halt die Frage, kriegen wir mit den Seelen. Ich habe jetzt natürlich auch nicht geguckt, wie viel wir jetzt noch brauchen. Ja, mehr dürfen wir nicht hinkriegen. So, jetzt sehe ich gerade. Die Leiste ist unten angegangen. Die PC, die Desktop-Leiste ist raufgesprungen. So. Level 4. Das ist schon mal gut. Und wir haben wieder alle Seelen. Beziehungsweise Flakons. So.
Tja, liebe Freunde, und damit machen wir uns in den zweiten Part zu Dark Souls 2 bis Nico heult. Wir haben ein Schwert, zumindest ein halbwegs ordentliches. Naja, eigentlich nicht. Eigentlich, wir haben ein Schwert, Punkt. Wie gut das ist, das sei mal dahingestellt. Und wir haben drei Level gemacht, die uns ein bisschen Stärke gegeben haben. Ja, vielleicht kommen wir jetzt ein Stückchen besser voran. Ich bin gespannt. Im nächsten Part geht's dann weiter in Richtung Kathedrale. Hoffe ich zumindest. Heißt es Kathedrale? Ich weiß es nicht. Wir werden es rausfinden. Morgen geht's weiter bei Dark Souls 2 bis Nico Heu. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Fate would not be bested, and men were cursed once again. Beyond the bonfire lies the Forest of the Giants, where a great battle precipitated the kingdom's downfall. The Far Gate is the entrance to Hades Tower of Flame. Inside the giant pit live the tiny beings that were once man's friends. Over the hill and past the forest is the King's Castle, where a man peered straight into the essence of the soul. Fire came to be, and with it, disparity. And the brighter the flame, the deeper the shadow. Until the curse touches her flesh. We are bound by this yoke. As true as the dark that churns within men. What do you want, truly?